Tom Cruise. Ey, dieser Beat ist ein optimaler Nährboden für kongeniale Versstrophen. Also nerv bloß nicht, ey, der Cruise gegen den Rucksackträger. Es ist nicht der Druck der Gegner, sondern die Angst, geschubst zu werden. Erzähl mir, wie es ist, mit deinen Homies zu battlen. Oder den treffen Wege der Joghurt bei der Simpio 46. Dein Name klingt wie meine Reaktion auf die Frage, wie ich dich finde auf einer Skala von 1 bis Nirvana. Pio 46. Und die Einschätzung war noch ganz zackhaft, dass der Cruise Tatortreffer landet, wenn er Gegnersachen findet. Ist der Grund, warum du auf YouTube alles auf privat gestellt hast. Glaubst du nicht, dass dich das dissbar macht? Weil ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, dass ich was Peinliches finden kann. Hör, da fällt mir ein, wenn wir von Scham sprechen. Rapper sind VBT 2013 Laberecke. Du hast dazu was zu sagen, schätze ich. Das war gar nicht clever, lass mich raten, Battle. Hast du noch nicht verstanden, denk ich. Du darfst doch keine Angriffsfläche bieten. Die Einladung ist angenommen, so als würdst du Partygäste kriegen. Du battlest offen um ne scheiß Hook. Das zeigt ja schon, wie hoffnungsvoll du sein musst. Doch lass dir eines sagen, ich bin auch höflich. Um ne Chance zu haben, brauchst du Spaten. Schon ne Hook von mir persönlich. Ich hab keinen Bock mehr in der Wohnung zu sitzen. Hab Bock auf Ruhe, Zerfistung, ich geh dein Joghurt zerdrücken. Siehst aus wie Stefan Ross, ich hau dir die Cap da vom Kopf. Fuß der Rebell, straight from the hell, weil ich den Backpacker box. Ich hab keinen Bock mehr in der Wohnung zu sitzen. Hab Bock auf Ruhe, Zerfistung, ich geh dein Joghurt zerdrücken. Siehst aus wie Stefan Ross, ich hau dir die Cap da vom Kopf. Fuß der Rebell, straight from the hell, weil ich den Backpacker box. Ja, und nicht, dass du das hier verwechselst, ne? Das hier ist zwar auch eine Backpacker-Box, aber eher so für pures Pausenbrot, nicht wahr? Ja. Yeah. Schluss mit der Lobhudelei, ich flow super nice. Verpasst dir mit so guten Zeilen wie mit Schrotkugeln Blei, dass dein Körper einem Brotkrumen gleicht und du im Todzustand bleibst. Das tu ich mal so nebenbei. Ey, der Cruise, zweiter Part, ich bleib mal da. Du dagegen musst gehen, wie ich nach einer Nacht ohne meinen Schlaf. Guck ich in den Schmerz nach deinen Fragen, denk ich meistens nach, ob du noch Mama fertig rufst, wenn du scheißen warst. Ich frag mich, was du eigentlich alleine darfst. Rausgehen, bis es dunkel wird, vielleicht sogar. Du hast nachgefragt, welchen Beat man nehmen kann. Nicht mal das schaffst du selber, guck mal, das muss jeder machen. Und zwar selbstständig, wie Uhren, die ticken. Kann der kleine Pio sich nicht mal die Schuhe zubinden. Gib deiner Stimme noch mehr Rauton, damit jeder denkt, du wärst ein Mann, bis du wieder hinten sitzt im Auto. Pio kann bald seine Schwimmflügel entfernen. Der Kleine hat ja ganz viel geübt fürs Pferdchen. Ey, der Cruise trifft deine Mutter, doch schon verschwindet Mama wieder. Sie holt den kleinen Pure aus dem Kinderparadies. Pure kann bald seine Schwimmflügel entfernen. Der Kleine hat ja ganz viel geübt für sie Pferdchen. Ey, der Cruise trifft deine Mutter, doch schon verschwindet Mama wieder. Sie holt den kleinen Pure aus dem Kinderparadies ab.